Hallo ihr Lieben, ich wurde ja jetzt schon wieder öfter darum gebeten, mal mehr Make-up-Videos zu machen. Deswegen starte ich jetzt mal, indem ich euch mein Everyday-Make-up zeige, mein momentanes. Und zwar fange ich immer damit an, eine Grundierung aufzutragen, die gegen Rötungen und Sommersprossen so ein bisschen wirkt. Also die macht das ganze Gesicht dann einfach etwas ebenmäßiger, kaschiert die Sommersprossen und Rötungen ein bisschen. Und dann ist das Ganze einfach etwas ebenmäßiger. Darüber kommt eine Foundation. Ich habe ja meine absolute Traumfoundation gefunden, zwar von Sleek. Ich hatte ja erst den Ton Oyster, der war aber immer noch ein bisschen zu dunkel, den musste ich aufhellen. Mittlerweile gibt es aber den Ton Linen und wie ihr seht, ist der super mega hell. Und ich bin so froh, dass es diesen Ton gibt, weil, ach, ihr seht es ja selbst, das ist genau mein Hautton. Das ist total klasse. Ich liebe diese Foundation und die ist auch noch so super. Ja, die trage ich dann einfach auf und arbeite die dann gut mit einem Pinsel ein, dass das halt gleichmäßig in der Haut verteilt wird. Das Ganze fixiere ich dann mit einem transparenten Puder. Den benutze ich eigentlich nur, um das Ganze so ein bisschen fixieren, dass es länger hält und um den Glanz etwas zu mindern, weil, also, dass die Haut etwas glänzt, ist ja wirklich normal, aber ich finde, dieser starke Glanz, den manche Produkte einfach mit sich bringen, wirkt oft, als hätte man eine extrem fettige Haut oder als würde man sehr stark schwitzen. Als nächstes kommt Eyeshadow. Ich habe jetzt hier so eine kleine Dreierpalette von Alterra. Das trage ich dann einfach wie so einen kleiner als größer als Zeichen auf. Also quasi einmal unten an der Wimper, an den Wimpern entlang so eine Linie. Und dann nach oben hingehend über die Lidfalte. Also über die Lidfalte ist wichtig, damit man das halt auch sieht, wenn man die Augen geschlossen hat. Ich trage das dann nicht so stark auf. Beziehungsweise ich verblende das gleich noch gut, damit es halt wirklich ganz, ganz natürlich ist. Also was die Augen angeht, habe ich momentan so einen absoluten Natural-Tick. Ich weiß auch nicht wieso. Als nächstes kommt weißer Eyeshadow von Sugar Pill. Und zwar benutze ich den eigentlich hauptsächlich für die Augenbrauen. Ich highlighte damit so ein bisschen die Augenbrauen. Man kann das so unter dem Bogen etwas auftragen, aber auch wieder gut verblenden, dass es nicht so geschminkt aussieht. Dann hat man so einen ganz natürlichen... eine ganz natürliche helle Stelle und das betont die Augenbrauen halt sehr schön. Dann trage ich das noch an der Innenseite auf. Das highlightet das Ganze auch einfach nochmal so ein bisschen, dass man halt quasi innen am Auge helleren Lidschatten hat und nach außen hingehend dann immer dunkler wird. Das hat einfach einen sehr schönen Effekt, finde ich. Für die Augenbrauen benutze ich einen Augenbrauenstift von Logona. Ich habe da jetzt meine absolute Traumfarbe gefunden. Ich hatte immer das Problem, dass die Brunette-Stifte einen sehr starken Rotstich haben, finde ich. Und dieser hat eher so einen matteren Effekt. Der ist eher so braun-gräulich. Und das ist einfach viel natürlicher als dieser Rotstich. Und ich mag das total gerne. Ich fülle damit die Augenbrauen einfach nur so ein bisschen auf und bürste die dann so ein bisschen durch. Dann benutze ich als nächstes den Rouge von Sleek in dem Ton Suede. Suede wird der geschrieben. Und konturiere damit mein Gesicht. Vorrangig erstmal die Cheekbones. Und zwar gebe ich das so ein bisschen rauf und weil der ja doch sehr dunkel ist, muss ich den sehr verblenden, damit es wirklich natürlich aussieht. Für den Rest des Gesichtes benutze ich das Alverde-Puder, den hellsten Ton. Das ist auch zu dunkel für mein Gesicht, aber nur leicht zu dunkel. Deswegen eignet sich das gut, um das Gesicht etwas zu konturieren, aber nicht so stark eben, weil dieser Ton Suede ja doch sehr dunkel ist. Den benutze ich aber gerne für die Nase. Und zwar trage ich den dann, wie gesagt, außen auf. Das macht die Nase so ein kleines bisschen schmaler, obwohl ich das jetzt eigentlich nicht wirklich beabsichtige. Meine Nase ist ja jetzt nicht irgendwie zu dick oder zu breit. Aber ich finde das einfach schöner, wenn das Gesicht so in Form gebracht wird. Und das muss man dann aber wirklich sehr gut verblenden, damit es nicht aussieht, als hätte man sich links und rechts einfach nur zwei dicke braune Streifen aufgemalt. Und ja, wie gesagt, gut verblenden. Als nächstes benutze ich nochmal meinen transparenten Puder, um die Stellen unter den Augen, die Cheekbones, den Nasenrücken, die Stirn leicht, das Kinn leicht und über den Lippen leicht etwas zu highlighten. Was man eigentlich nicht braucht, wenn man blass ist, aber es ist irgendwie so ein Tick von mir, ich weiß auch nicht, ich mache das immer danach nochmal. Als nächstes kommt dann die Wimperntusche. Ich benutze gerne Waterproof Mascaras, einfach weil ich sehr empfindliche Augen habe, die gerne mal tränen. Also gerade wenn die Sonne grell ist, also wenn es blendet oder auch im Winter durch den kalten Wind. Also meine Augen tränen eigentlich ständig, deswegen brauche ich auf jeden Fall Waterproof. Ich packe euch natürlich alle Produkte, die ich hier benutze, mit Namen, Farbton und so weiter, auch die Pinsel, die ich habe, in die Beschreibung, damit ihr genau wisst, was jetzt was war, wie das aussieht und so weiter. Also keine Sorge. Ja, Mascara. Also ich benutze eigentlich lieber schwarzen Mascara, auch wenn es ja relativ natürlich ist, das Make-up. Aber ich finde schwarzen Mascara einfach besser als braunen.
Und Mascara auftragen dauert bei mir immer ewig, weil ich wirklich jede einzelne Wimper erwischen will. Also selbst die kleinsten, verstecktesten Wimpern in den Augenwinkeln. Und ich glaube, Wimpern schminken dauert bei mir länger als das komplette andere Make-up zusammen am Stück. Ich bin da einfach total pingelig, was meine Wimpern angeht. Bei mir muss das alles 100% akkurat und gerade sitzen. Ich mag das nicht, wenn das so verklebt. Und ich bin da echt unheimlich pingelig. Und wenn das dann irgendwann mal fertig ist mit den Wimpern, bin ich dann eigentlich auch schon fast fertig, wie ihr seht. Es sieht schon relativ natürlich aus. Man sieht nicht richtig geschminkt aus, bis auf die Augen natürlich. Dann fange ich manchmal noch damit an, meine Nase, den Nasenrücken etwas zu highlighten. Und zwar mit dem Alverde Camouflage. Aber ja, das war es dann eigentlich auch. So ihr Lieben, das war es jetzt erstmal wieder von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, postet es einfach in die Kommentare. Dann könnt ihr euch jetzt noch meine letzten beiden Videos ansehen. Das war einmal das Do-It-Yourself zu meiner Gesichtsmaske für alle Hauttypen, die ihr euch ganz natürlich ohne Chemie herstellen könnt. Und mein letztes Outfit-Video zu diesem Mermaid Black Milk Haul. Das könnt ihr euch auch noch ansehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis demnächst, meine Lieben. Macht's gut, tschüss.